VZUG AG ist eine Firma, die in der Schweiz alles für Küche und Waschküche produziert. Inzwischen sind wir in der Lage, hier in Zug alles selbst zu produzieren, vom Blech bis hin zum fertigen Produkt. Wir produzieren Geräte für das Premium-Segment im oberen Bereich, wo Qualität, Funktionalität einen hohen Stellenwert hat. In ausgewählten Märkten, internationalen Märkten, bauen wir unsere Verkaufsorganisationen aus. Wir machen das mit sogenannten Zugoramas, sodass das Feeling der Premium-Marke auch dort beim Kunden vor Ort gespürt wird. Wir befinden uns hier in Zug in einer nachhaltig in Holzbauweise hergestellten Halle auf zweiter Ebene, was auch etwas herausfordernd war. Und die komplette Email-Oberflächenbehandlungsanlage umfasst ca. 600 Quadratmeter Fläche, auf der alle Anlagenteile aufgestellt wurden. Wir haben uns für ASIS entschieden, weil ASIS im Vorfeld des Projektes glaubhaft bewiesen hat, dass sie so eine Anlage bauen, projektieren können. ASIS ist kompetent in den Verfahrenstechniken, Prozesstechniken, Steuerungstechniken als eine besondere Stärke. Und ASIS ist einer der wenigen, der sich bei uns auch als Generalunternehmen angeboten hat, damit wir als Betreiber uns nicht mit der Entstehung der Anlage übermäßig beschäftigen müssen. Hier in der Anlage werden vier Grundtypen der Backkästen gefertigt. Zusätzlich werden noch Flachwaren beschichtet. Das sind dann Kuchenbleche und Heißluftabdeckungen. Unterm Strich sind ca. 40 bis 50 verschiedene Formen, die hier in Losgröße 1 beschichtet werden. Die Backkästen kommen im ca. 50-Sekunden-Takt aus der Schweißlinie, werden automatisch übernommen aufs Flachförderband, fahren dann durch die Bügelklipsestation. Da werden Bereiche abgedeckt, die nicht mit Emailpulver beschichtet werden dürfen, werden automatisch Bügel angehängt und dann mit dem Roboter übergeben auf die Fördertechnik. Die Wagenzüge durchlaufen als erste Station die 5-Zonen-Spritzvorbehandlung. Dort werden alle Verunreinigungen und vor allem die Öle von der mechanischen Fertigung abgewaschen und anschließend werden die Wasserreste abgeblasen. Nachfolgend durchfahren die Wagenzüge den Haftwassertrockner. Dort werden sie bei ca. 120 Grad getrocknet. Im klimatisierten Gehäuse sind drei Pulverlinien für die Emailpulveraufträge aufgestellt. Es sind zwei Grundpulverkabinen vorgesehen und eine Steampulverkabine. Die Ansprüche der Firma VZUG waren von Anfang an sehr hoch. Es wurde viel Wert auf Automatisierung und Digitalisierung gelegt. Eine Herausforderung war, dass wir mit einem Fördertechniksystem, dem Power-and-Free-Förderer und nur einem einheitlichen Wagenzug und einem einheitlichen Gehänge durch die Anlage fahren wollten, um somit keine Sortierfunktionen noch zusätzlich zu benötigen. Die beschichteten Werkstücke fahren nach der Pulverbeschichtung zum Übergaberoboter. Dort werden die Werkstücke mit den Haken abgenommen und die Gehänge fahren weiter zur Gehängereinigung
Und der Übergaberoboter kann somit auf dieselben Gehänge, die zwischendurch gereinigt wurden, die Werkstücke wieder aufgeben, die dann in den Emaileinbrennofen fahren. Eine besondere Herausforderung war der Emaileinbrennofen mit der speziellen Fördertechnik. 850 Grad im glühenden Inneren der Einbrennzone ist nicht so einfach zu beherrschen. Der Emaileinbrennofen ist in 9 Brennzonen eingeteilt. Es sind 16 Brenner installiert, die aktuell noch mit Erdgas betrieben sind. Eine Umstellung auf Wasserstoff ist in der Diskussion. Nach dem Emaileinbrennofen fahren die Wagenzüge in die obere Etage, dem sogenannten Leerziehpuffer. Dieser Puffer dient als Kühlbereich. Sonderbackkästen oder besondere Qualität von Backkästen wird erreicht durch eine zusätzliche Beschichtung, die sogenannte Top-Clean-Beschichtung. Diese wird auch automatisch über Roboter aufgebracht und bei 250 Grad in einem Strahlungstrockner eingebrannt. Wir haben ASIS ausgewählt, weil wir großen Wert legen auf Funktionalität, plus dann auch, was Qualität anbetrifft, die Nachverfolgbarkeit der Qualitätsdaten während der Prozesse. Das Highlight der Anlage ist schwierig zu bestimmen, es ist nämlich die ganze Anlage. Die ganze Anlage in ihrer Funktionalität ist einzigartig. Sie ist prozesssicher, kleinlosfähig, wirtschaftlich, ökologisch-ökonomisch und sie ist hochautomatisiert. Und wir haben die Möglichkeit, eben kleinlosfähig zu sein, was heute wichtig ist, weil Lager und viel Fläche eigentlich nur Kosten sind und wir am Markt dem Kunden alle unsere Vorteile von in der Schweiz, im teuren Land Schweiz, günstig zu produzieren, weitergeben wollen.